Das mit Felix Lobrecht zusammen. Klar, ganz cool. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das wollte ich mir noch reingezogen haben. Auf hier deren Kanal. Lauch TV. Spaß. Das schön, dass du am Start bist. Warum liegt hier eigentlich Lauch? Alter, Felix Lobrecht ist ja relativ klein. Das brauchen wir gleich noch für eins der lustigen Wuschprodukte, die wir jetzt testen werden. Ja, sehr gut. Cool, dass du am Start bist, dass es geklappt hat erstmal. Ja, freuen wir uns mega. Tim, nochmal ganz schnell hier die Off-White-Unterhose geflext. Warte mal, schaut mal. Dass es geklappt hat erstmal. Nochmal ganz schnell den Gürtel geflext. Ganz kurz den Gürtel gezeigt. Ja, freuen wir uns mega drüber. Ja, danke. Felix Lobrecht ist ein Comedian und Podcaster. Der hat zusammen mit Tommy Schmidt den Podcast Gemischtes Hack. Der tatsächlich ganz gut ist. Höre ich mir immer wieder mal gerne an. Ist immer mal ganz nett. Es hat ein Jahr gedauert, wa? Ja? Ja, das kommt knapp hin. Aber wo du schon mal in Köln bist, da kann man das ja dann leicht in die Tat umsetzen. Ne? Wir sind übrigens alle negativ auf Corona getestet. Ich bin positiv. Wir werden heute wieder Wish-Produkte testen, weil der letzte Teil ja auch wieder so gut bei euch angekommen ist. Ich bin gespannt, was du zu den ganzen Sachen sagen kannst. Ich kenne Wish nur als Internetwitz. Ich wusste nicht, dass es wirklich gibt. Also ich habe wieder irgendwelche Wish-Produkte rausgesucht. Die beiden wissen nicht, was nee, ist. Ich glaube, ich habe die Hälfte. Gemischtes Hack, bestes Hack. Hier sind die Hackies. Auch wieder vergessen, ehrlich. Ich habe auch noch nicht gesehen. Dann nimm mal irgendwas raus. Nimm ich mal den Dinosaurier. Ich wusste, dass du das als erstes nimmst. Was ist das? Ist das ein Spielzeug? Was ist das denn, Digga? Ich würde. Ist das ein Sextoy? Sag mir bitte nicht, dass es ein Sextoy ist, Digga. Wenn es ein Sextoy wäre, wäre das eigentlich extrem geil. Ich würde schätzen, dass man. Auf jeden Fall passt die Stimme von deinen Ticks zu dem Dinosaurier. Irgendwie passt die. Ja. Hallo! Als ob er das so gut nachmachen kann. Was, wenn er so spricht? Hallo! Hast du gehört, er spricht? Ich glaube, vielleicht machst du hier einfach so, so Brot rein oder sowas. Die habe ich auch überlegt, um was da drin aufzubewahren. Ich glaube, das ist für abgetrennte Füße. Frühstücksbox. Ist wirklich. Ach so, okay, okay. Eine Frühstücksbox? Es ist wirklich eine Frühstücksbox. Ja, ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob Kinder, die das haben, eher gehänselt werden. Kostet sowas? Ich glaube schon. Ein paar Cent. Das Ding bei Wish ist ja immer, du bezahlst da so 10 Cent für und im Endeffekt bezahlst du dann 10 Euro Versand, falls es aus China kommt. Mhm. Würdest du es kaufen für den Preis? Also für so 10,46 Euro. Ja. Ja, doch schon. Also. Als ob, Digga. Warum sollte man das haben, Junge? Wofür, also. Falls jemand noch ein Geschenk für sein Kind sucht, einen Geburtstag oder so. Ja, gerne auch für 17-Jährige. Für den ersten Arbeitstag. Der Hoodie, den er anhat, sieht extrem cozy aus. Arbeitstag. Okay, für den ersten Arbeitstag. Okay, dann lass es weitermachen. Ich hab das hier. Ist das vielleicht ein Topflappen? Hä, hey, weißt du das? Wirklich ein Topflappen? Ist wirklich ein Topflappen. Hä, wie zum Wischen oder was? Nee, ein Topflappen, um wenn ich hier was Heißes aus dem Ofen hole, das halt so anzufassen. Warum? Warum? Warum, 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 warum? Probier mal, ob das überhaupt funktioniert. Hä, aber was ist denn davon der Vorteil gegenüber dem bewährten Topflappen? Also weißt du, was eigentlich das Prinzip von diesem Ding ist? Eigentlich soll man diesen Topf da draufstellen. Ach, so meinst du? Das dann in den Backofen schieben und dann an der Seite hoch wieder rausheben. Wer macht denn sowas? Ja, ich frag mich halt, ob das nicht heiß wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für den Ofen geeignet ist eigentlich. Aber es wurde so verkauft. Ich bin 12, natürlich suche ich was für mein Kind. So schön, dass hier schon so ein paar Hundehaare dran sind. Das ist scheiße. Absolut richtig. Gut, weiter. Das ist ein scheiß Produkt. Ja, hat er recht. Das ist auf den ersten Blick eine Tasche. Ah, das ist für eine kleinkalibrige Waffe. Das ist für eine kleinkalibrige Waffe, wenn man tatsächlich mal. Das ist so eine Art, also hier kann man halt eine Karotte reintun oder eine Flashbang. Und hier könnte man Brot oder eine Pistole reintun. Wenn man in den USA zur Schule geht, ist das genau das Richtige. Das ist nur dieses Zeug, damit es nicht nass wird, ne? Komm. Weißt du, was das Ding ist an dieser Tasche? Nein. Hä, da sollte eigentlich ein Mikrofon drin sein. Ach so, ist einfach leer angekommen, entschillend. Ah, für Schalldämpfer. Ach, da sollte was drin sein. Wenn man mal im Mittelalter unterwegs. Und das aber ist, das ist nicht mitgeliefert. Nein, die haben es einfach nicht reingetan. Ach. Vibratoren sehen ja auch viel aufwendiger aus heutzutage, ist schon aufgefallen. Die haben so richtig abgefahrene Formen. Also in der Form schon eher, aber in der Form? Ja, aber gerade in der Form, ich glaube, so diese ganze, die sind so noch. Ja, das check ich auch nicht. Also, ja, wenn ich jetzt sage, eins in den Chat, wenn ihr eine Frau seid, schreibt eh wieder jeder von den ganzen Leuten hier in den Chat eins. Aber jetzt mal an die Frauen im Chat. Warum, ja, Digga, geht schon wieder los, komm, scheiß drauf. Warum steckt ihr, also, warum nutzt man irgendwas, was aussieht wie ein Delfin? Ein Delfin, Digga. Die Analogie zum Delfin ist ja da. Warum benutze ich ein Sextoy, das aussieht wie ein Delfin? Es gibt ja Sextoys, die aussehen wie Delfine. Und davon gibt es ja mehrere. Weil es funktioniert?
weil es ähnlich ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass dein Pimmel aussieht wie ein Delfin. Wenn dein Pimmel aussieht wie ein Delfin, Digga, wenn dein Pimmel aussieht wie ein Delfin, dann würde ich dringend den nächstbesten Urologen aufsuchen. No joke. Und wenn dein Pimmel riecht wie ein Delfin, dann würde ich auch direkt zum Urologen, Digga. Das sind zwei Dinge. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Dreifach. Also könnte das auch eine Tasche für so einen Vibrator sein. Die haben den halt einfach nicht reingetan. Ja, mhm. Oder für zwei halt. Ja, gut, ohne Mikro ist es so ist es halt eine Tasche. Eine Tasche und sowas. Wie viele Punkte von 1 bis 10 für die Tasche? Also, ja, dafür wenn das Mikro genauso geformt ist, dann ist es eigentlich eine ganz gute Tasche, finde ich. Aber wenn das Mikro ja nicht funktioniert, ist es ja scheiße. Die Tasche an sich finde ich auch ganz gut, wenn man das vielleicht rausholen könnte und die anderweitig verwenden könnte. Ja, es wäre eine richtige Scheißtasche, wenn das Mikro wirklich gar nicht diese Form hat. Hat er recht. Weißt du, was ich meine? Das sieht einfach komplett anders aus und passt da gar nicht rein. Wenn es einfach hier so gerade wäre, dann wäre hier so unnötig noch so Nupsis. Ja, von mir kriegst du 3 Punkte. Also ich bin etwas enttäuscht, dass das Mikro nicht da ist. Ich gebe der Tasche 1 Punkt. 3 Punkte ist voll gut für eine leere Tasche, wo nichts drin ist. Ja, ich dachte, es geht gerade nur Luke, danke für den Zapf. Spaghetti, danke für den Zapf. Nach Taschenmaßstäben 3 Punkte. Aber wenn man sich jetzt auf ein Mikro gefreut hat, dann ist es natürlich enttäuschend. Dann gibt es auch nur 1 Punkt. Ich will das hier. Improve your pudding. Fun Girl von Putty Putter. Was? Das ist schon mal voll, den bitte wegschnipsen, genau. Was ist das denn überhaupt? Na, ich glaube, hier kann man so Minigolf zu Hause spielen. Ach, Minigolf fürs Wohnzimmer. Ich hatte ja auch schon mal eine Sauna. Nee, nicht fürs Wohnzimmer. Digga, sowas habe ich mir auch mal geholt. Das ist die größte Scheiße. Es gibt wirklich so viel Müll, den man sich kauft. Es gibt so viel Müll. Und es häuft sich an. Man braucht keine 30 Hundespielzeuge. Und man braucht auch kein Minigolf-Set für die Toilette. Man kauft so viel Müll in seinem Leben. Wie zum Beispiel diese Kekse. Die Kekse, die abgelaufen sind und einfach wirklich schmecken, als hätte der Nikolaus da reingewichst. Wirklich. Nicht? Guck mal auf die Verpackung drauf. Ach, fürs Klo. Improve your pudding. Ach, beim Kacken sollen wir das machen. Ja, das können wir jetzt. Können wir das mal ausprobieren? Das können wir jetzt höchstens nachstellen hier mit dem Stuhl. Und mit wir meine ich du. Soll ich das mal auf dem Klo aufbauen? Ja, lass mal ausprobieren. Okay. Aber ich glaube, angenommen, man sitzt jetzt hier so. Es ist dann. Es wäre so entspannt, wenn er sich jetzt einfach aufs Pissoir gesetzt hätte und da reingeschissen hätte. Ein bisschen. Ja! Ich schlag mich alles kaputt mit dem Schläger. Nee, aber das ist doch dann relativ. Oder man muss. Warte hier, ich geb dir den Ball. Du brauchst ja auch. Jan heute beruhigenderweise auffällig ruhig. Es ist aber relativ wenig Platz, oder? Ja, versuch mal, ob du einlochst. Ja, und das war's. Das macht man einmal. Und das war's. Das war aber voll einfach. Also, es ist besser als beim Minigolf. Ja. Was gibst du dem Gadget? Für den Spaß. Digga. Das ist einfach scheiße. Ist einfach scheiße. Ich würde sagen, 2 Punkte. Also es ist auf jeden Fall mehr Spaß als mit der leeren Tasche. Felix, was hältst du davon? Ja, ich glaube, das ist so witzig zu erzählen, aber ich glaube, niemand spielt's. Weißt du, ich meine? Ja, vor allen Dingen, wenn du halt überlegst, dass jeder sich den Arsch abwischt mit seinen Kackehänden und dann diesen Schläger anfasst, dann stinkt doch dieser Schläger übertrieben nach Scheiße auch mit der Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Ja, du kannst auch gerne was mitnehmen, wenn du möchtest später, falls dir was davon so gut gefällt. Ja, wenn. Willst du eventuell das Minigolf mitnehmen? Nee. Oder doch die Brotdose? Die Brotdose nehme ich vielleicht wirklich mit. Was ist alles klar. Das Testikuzzi. Testikuzzi for the nuts, okay. Das ist bestimmt ein Nussknacker, oder? Nussknacker? Das ist viel bescheuerter. Boah, das ist alles eine China-Scheiße. Das ist wirklich das, was ich denke. Es ist, glaube ich, das, was du denkst. Ja, das ist was. Es ist ein Kastrator. Man kann sich damit selbst kastrieren. Endlich muss man damit nicht mehr zum Arzt, sondern kann sich selber die Eier zerstampfen. Wie geil. Hat das was mit dem Pimmel, mit dem Pimmel zu tun? Hat es in der Tat, ja. Ist es ein. Nein, das ist ein Jacuzzi für die Eier! Ja. Den Hodensack in warmes Wasser trinken. Mhm. Und dann? Oder kalt. Und dann sprudelt es, oder? Das ist ein Whirlpool für die Eier. Das ist ein Whirlpool für die Eier. Das ist ja entspannt. Dann brauchen wir ja gar keine Sitzheizung, weil ihr wisst ja, dass der, also wenn man halt lange im Whirlpool sitzt und der ist zu heiß, kann das zeitweise unfruchtbar machen. Und das Geile ist, hier hat man quasi das ganze Coole drumherum, spart man sich. Also man sitzt nicht im Wasser und es ist alles warm und geil, sondern man wird nur unfruchtbar. Das ist perfekt. Das brauchen eine Menge Streamer-Kollegen von mir, Digga. Das braucht Papa Platte zum Beispiel oder Trimax oder Chef Strobel. Die sollen sich alle so ein Eierding holen, das schön im Stream immer laufen lassen, damit die bloß keine Kinder bekommen. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Das ist stark. Das ist sehr gut, ja. Das ist einfach ein geiles Verhütungsmittel. Also man muss sich vorstellen, ein Whirlpool an sich ist ja geil. Man sitzt so im Wasser und entspannt so ein bisschen.
Aber hier braucht man das gar nicht, dieses nervige Entspannen, das geile Gefühl mit dem Wasser, die Massage. Nein, hier wird man einfach nur unfruchtbar und deine Eier schwellen auf und sind so runzlig, weil die in diesem Salzwasser, in diesem Wasser hängen, Digga. Saugeil, den habe ich zu Hause. Ja, Digga, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, Nepokool. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Macht euch alle unfruchtbar. Ich finde das gut, ich finde das geil. Ich werde mir auch einen holen. Ich werde mir auch einen holen und dann hole ich noch einen von meinem Vater und dann setze ich mich gegenüber mit dem, wir hängen beide unsere Eier rein, machen uns unfruchtbar und essen dabei eine Gurke. So ein Ding ist das. Ein entspannter Abend mit den Jungs. Jeder hängt seine Eier in den Whirlpool und dann wird eine Runde gepokert. Saugeil, Digga, saugeil. Ah, jetzt macht der Name auch Sinn. Testikusi heißt es. Willst du es kurz vormachen, Jan? Hätte ich früher gebraucht, ja, Nahrung, da bin ich mir sicher, Digga. Ich könnte ja mal erstmal versuchen, ob das Wasser drinnen wirklich aufsprudelt. Müsste noch irgendwie eine Batterie... Würdest du deine Eier in so ein China-Elektroprodukt halten? Auf gar keinen Fall. Die Angst, dass das China-Elektroprodukt irgendwie meine Eier schockt, Alter, und ich da nicht nur unfruchtbar, sondern irgendwie wirklich geisteskranke Eruptionsstörung habe, dass ich mitten in der S-Bahn oder im schlimmsten Falle, wenn ich auf dem Kindergartenfest oder sowas bin, einen dicken Boner bekomme, Alter. Auf gar keinen Fall würde ich meine Eier in irgendwas reinhalten. Generell würde ich meine Eier nirgendwo reinhängen. Ich hänge meine Eier in meine Unterhose, das war's. Ich hänge meine Eier nicht irgendwo rein. Man steckt seine Eier generell nicht einfach irgendwo rein. Checkt ihr, was ich meine? Das ist eine Grundregel, Digga. Steckt eure Eier nicht irgendwo rein. Steckt eure Eier nicht irgendwo rein, Chat. Warum? Warum? Eure Eier gehören... Ja, jetzt eher der Mund vielleicht jetzt außen, steckt eure Eier abseits davon nirgendwo rein, das meine ich. Doch in die Vagina meiner Freundin. Also Digga, wer sowas macht, der ist verloren. Nein, auf keinen Fall. Das ist kein Weird Talk, das ist ein Weird Real Talk. Vor allem den Mund deiner Freundin, Jungs. Mit Wasser zusammen. Ja, ey, da würde ich wirklich den Teufel kann ich mal. Ich würde sogar eine Nummer weitergehen. Ich fände es geil, wenn das nicht nur ein Eier-Jacuzzi wäre, sondern eine kleine Heißluftfritteuse. Und du machst da einfach heißes Öl rein und kannst deine Eier direkt frittieren, Digga. Das ist so entspannt, das ist so geil. Gucken, ob das Wasser tatsächlich anfängt zu sprudeln. Ich habe das hat 60 Euro gekostet. Also. Ja, das ist nicht so geil. Aber in dieses Produkt habe ich so viel Hoffnung gesteckt, das muss jetzt funktionieren. Musstest du denn aktiv danach suchen oder wurde dir das irgendwie vorgeschlagen? Nö, das hatte ich noch da. Es gibt weder einen Stromanschluss noch irgendwie ein Batteriefach. Es ist ein gut lustiger Gag als Geschenk so. Die Umkehrbrille. Hier, irgendein Optik-Quatsch. Dann Bild umdreht wahrscheinlich. Also wenn das so ist, dann stelle ich mir das ehrlich gesagt aber relativ witzig vor. Also, boah, das sieht so krass nach Fetischparty aus. Ja, das sieht aus wie Berlin scheiß mir ins Maul. Als wird da oben einfach jemand reinpinkeln. Dem Ding und dem Eier-Jacuzzi. Der King im Berghain, ey. Vielleicht kriegst du, glaube ich auch. Dadurch ja auch keine epileptischen Anfälle, weil das Licht dadurch so... Ich vermute eher, dass ich die... Digga, wenn er da mit dem Club steht, das Licht geht direkt in die Augen rein. Der Laser, der macht direkt blind. Dadurch noch eher bekomme. Das wäre richtig verwirrend, damit irgendwie... Ich will das auch mal umsetzen, bitte. Hä, aber ist das Brainfuck oder geht das? Ein bisschen. Das sieht auf jeden Fall crazy aus. Boah, das ist auf jeden Fall richtig schwer, sich damit zu orientieren. Warte, lass mal an, bleib mal stehen. Ich will wissen, wie das von vorne... Deine Augen sehen richtig crazy aus. Ja finde ich bisher das Beste. Stark. Würde ich mir nicht kaufen. Ich finde es bisher auch das Beste. Wie traurig das ist. Die Frage ist halt... Wann ist man im Leben an einem Moment, wo man sich sagt, boah, jetzt eine Umkehrbrille, ich würde die Sache einfach mal gerne mit anderer Perspektive sehen. So, wann kommt das auch? Wisst ihr, was ich meine? Also, wann denkt man sich, so, jo, das bräuchte ich jetzt. Ist das bis jetzt das beste Produkt? Ja, und vor allen Dingen, also, es ist auch wirklich so, es ist so unglaublich schlecht. Beim Autofahren braucht man das. Beim Autofahren, beim Handstand... Und wenn man besoffen Auto fährt, ganz klar, natürlich, Chat. Schlecht verarbeitet hier alles. Penis! Wenn du vor einer Klippe stehst. Das ist alles scheiße hier gerade, aber es ist trotzdem das beste Produkt. Fiona Pro Flying Spinner. Okay, LED-Lights von Night Flights auf jeden Fall. Also das ist ein Ball. Ja. Das ist momentan in Japan der letzte Schrei. Natürlich. Die sind eh alle verstrahlt. Den kann man anmachen und sich hin und her werfen. Wo geht der an? Das weiß ich nicht. So, wenn ihr euch den jetzt entgegenwerft, denkst du, das fliegt? Also wenn das wirft, dann fliegt das, ja. Ja, aber der soll eigentlich so gleiten. Ach so. Ah. Oha! Oh, wow. Wow, 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 wow. Was? Hä, war voll nice. Hä, aber wie kann man denn von dem Ding überhaupt die Flugbahn lenken? Geht das?
Ja, was tust du da? Boah, ey, also ich bin kein Arzt, aber das wirkt für mich richtig so, als wenn das ein Epilepsie triggert, das Ding, ey. Oder? Ja, die Lichter sind nicht stark genug. Das soll, ja, wie soll man das denn lenken können? Das soll vielleicht doch gar nicht ein Boomerang sein. Ist es besser als das Golf für die Toilette oder schlechter? Lustiger. Absolut geiles Ding. Aber dadurch, dass es auch viel gefährlicher ist, ist das Toilettengolf schon trotzdem besser, oder? Also irgendwie wirkt das gefährlich. Es sieht so aus, auch wenn es Hello Kitty 1985, danke schön für die Resub. Als würde es jeden Moment explodieren. Oder wie es auch so komisch ist. Ja, also es ist komisch blinkt, so ist das. Hattest du selber schon so Kontakt zu Leuten, die Tourette haben? Hallo! Nee, nur einmal hatte ich jemanden im Publikum mit Tourette. War, als er mich das erste Mal genannt hat, verwirrend. Dann danach nicht. Nicht mehr, danach war es eigentlich eher witzig. Und ansonsten jetzt, also im echten Leben, bisher noch nicht. Nee, war das erste Mal. Aber okay, ich wurde so in Berlin trotzdem viel beleidigt. wie ist es? Ja. Ja, das hängt. Also mein finales Urteil kommt erst, wenn klar ist, ob er mir jetzt was von seinem... Was ist das, ein Arschbohrer? Ist das ein Arschbohrer, Chat? ...einen Opiaten abgibt oder nicht. Davon würde ich ehrlich gesagt abhängig machen. Bisher 3 von 5 abhängig Sternen. Abhängig machen. Das war eigentlich ein ganz guter Joke. So, warte mal, was haben wir denn hier überhaupt gerade? Das ist, glaube ich... Den Zip-Slicer. Es ist kein Arschbohrer. Ein Tomatenschneider. Kennt ihr Messer? Kennt ihr Messer? Kennt ihr Messer, Leute? Ach, das ist aus dem Monteshop, der Arschbohrer. Messer ist so overrated. Was zum Schneiden? Hier rein und dann schiebst du die hier so durch. Oh, Digga, das sieht auch wieder aus wie so ein Vorhautentkerner, Alter. Als könnte man sich damit irgendwie direkt wirklich... Oh. Wahrscheinlich. Oder? Das ist ein Wichser. Das ist einfach ein Wichser. Das ist ein Wichser. So muss das funktionieren. Man steckt die Nudel da rein und wichst. Ja, vielleicht einfach ein Wichser. Olaf 21.0577, dankeschön. Könnte man das hier noch... Da kann man den Schwanz reinhängen, das stimmt. Man kann seinen Schwanz in eine Menge Sachen reinhängen. Aber auch hier wieder. Ausgewählte Dinge, ja. Aber nicht alles, was ein Loch ist, da gehört nicht überall ein Pimmel rein, ne? Das möchte ich hier nur mal feststellen. In Kombination mit dem Hoden-Jacuzzi benutzen. Das halt nicht probieren. Knoblauch oder so? Ach, ja, wir können... Ja, oder die Chili-Dinger. Oder den Knoblauch. Ja, jetzt musst du eigentlich nur hoch und runter gehen und dann ist es geschnitten. Was jetzt? Ich glaube, oben raus kommt es. Ach so, das wird der Trick sein, ne? Echt? Nee. Digga, aber ein tolles Produkt. Ich glaube, das geht nur mit Tomaten. Ja, das wird schon irgendwie schneiden, aber... Also scharf ist es. Ja. kann ich nicht beurteilen. Das ist jetzt nichts, was so wirklich sinnvoll ist, oder? Nee, bisher nicht. Die Dino-Dose. Die ist cool. Die Dino-Dose. Die Dino-Dose ist am sinnvollsten bis jetzt. Das ist sogar wirklich praktisch. Das kommt auch aus Japan. Stempel. Ach ja, es ist Stempel. Und was kann man damit stempeln? Das ist dafür da, wenn ihr euch irgendwas bestellt habt und die Pakete irgendwo zu sehen sind oder weggeschmissen werden sollen, kann man da so drüber mitgehen, dann wird die Adresse und der Barcode wird dann undurchsichtig. Ja, hier ein Paket, was man schwärzen kann. Ach nee, es war auf so Folie, wa? Ist denn da schon Tinte drin? Guck mal hier, wir probieren jetzt diesen Barcode hier zu schwärzen. Und du musst, genau. Eigentlich praktisch. Das nehme ich mit. Okay. Krieg von mir die volle Punktzahl. Mega. Kauft es. Ist ja doch ganz geil. Kennt ihr Stift? Kennt ihr Stift? Stift ist auch wild. Edding. Da, also ist auch geil. Nein, jetzt nicht schon wieder. Oh, das ist aber praktisch. Was ist das denn? Das ist so eine Mehrfachschere. Okay, warum? Hier. Ach, für den Spargel. Für den Spargel, oder? Absolut kein Spargel. war gerade ein Tick. Genau. Das ist echt cool. Das funktioniert leider nicht. Ich glaube, das ist wirklich nur für Schnittlauch gedacht, oder? Das ist wirklich nur für Schnittlauch gedacht, oder? Hör auf, dich gegen den technischen Fortschritt zu wehren. Das ist alles scheiße. Das ist einfach alles scheiße, das braucht keiner. Wofür brauchst du eine Schnittlauchschere? Kennt ihr normale Schere? Kennt ihr normale Schere einfach? Also die Idee ist witzig, aber es funktioniert leider überhaupt gar nicht. Es bleibt halt alles da drin hängen, ne? Es bleibt alles da drin hängen und die sind alle nicht scharf. Scheiße. Warum haben wir heute nur Schrott? Manchmal haben wir sogar Sinnvolle. Na. Dieses Produkt ist wirklich für toxische Männlichkeit erfunden worden. Was ist das denn, Digga? Ist das eine Trinkflasche und gleichzeitig eine Hantel? Junge,
Wenn ihr jemanden kennt, der sowas unironisch wirklich hat, das ist ein Riesendildo. Der muss doch einen kleinen Pimmel haben. Wenn du einfach möglichst männlich trinken willst, das ist eine Trinkflasche in Hantelform. Da kannst du ja auch Bier reinfüllen, oder? Kannst du auch. Kannst du auch Bier reinfüllen. Increase Fitness. You want it, do it. Das ist der Slogan. So was Ähnliches habe ich auch hier. Aber das ist wirklich nur zum Trinken gedacht. Ja, aber daran erkennt man auch immer so Leute, die so gerade mit Fitness erst angefangen haben, die sich dann so eine zu professionelle Flasche gleich kaufen. Ist so. Ich habe mit Fitness angefangen. Ja, das will ich gerade sagen. Du hast nur Leute, die siehst du McFit nur am Butterfly. Die so eine Flasche haben. Ja. Ich habe einen McFit bisher noch nie von innen gesehen. Ja, das ist aber eigentlich, mal gucken, was hier noch drin ist. Kann man da nicht. Aber das ist doch nicht genug, also ist doch nicht genug Gegengewicht, oder? Dass man damit Trinken und parallel mit dem Trinken trainieren? Das behalte ich. Ich fange an zu trainieren und trinke Wein. Das ist ein richtig spezieller Tick gerade. Das war kein Tick, das ist meine Persönlichkeit. Denkst du, das Gewicht, das durch die Flüssigkeit da drin herauskommt, reicht zum Trainieren? Für Jan schon. No front. Aber ich würde mein, also wenn, ich sag mal so. Das ist zum Reinigen. Ich finde es ein witziges Produkt, aber ich würde mein Kind nicht daraus trinken lassen, wenn ich eins hätte. Also, ja, same. Meine, das ist Weichmacher. Das ist nur... Und wenn du aber die Hantel nimmst mit der Brotbox. Stimmt. Ja, finde ich aber eigentlich ganz witzig, oder? Es ist schon witzig, also... Du kriegst es halt niemals richtig sauber, ne? Wenn man mal so ins Fitnessstudio geht und so einen Hingucker haben möchte, könnte ich mir das gut vorstellen. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter, so, wie sagt man, Door-Opener für ein Gespräch oder sowas. Einfach so ein Ding haben und das ist komplett bis oben mit Wichse gefüllt, Digga. Ich sag's euch, damit seid ihr der Knaller auf jeder Party. Also ich beleidige die Leute an der Stelle immer. Und da fahre ich auch gut mit. Capgun. Ah, aber ich glaube, man macht das so ab und dann kann man die schießen. Ja. Aber das geht nur mit so großen Flaschen, also mit großen Kronkorken. Ich habe leider gerade keine Bierflaschen hier, die zu sind. So. Remi, mach Schluss mit dem Geldschiff, wollen wir nachkommen. Also man muss es dann so rumhalten, weil das 2-Euro-Stück zu klein ist. Dann fällt es durch. Aber ich glaube, man kann es so rumhalten. Ja, funktioniert gut. Funktioniert gut, nehme ich. Capgun. Capgun, beste Gun. Nach allem, was du bis jetzt mitbekommen hast, würdest du in Zukunft auf Wish einkaufen? Nee. Okay. Ich glaube, das kann ich ausschließen. Wenn ihr darauf kommt, seid ihr echt gut. Ja? Ja. Das sieht also auf den ersten Blick irgendwie aus, als ob das, was es sein soll, unvollständig ist. Okay, also guck mal, das hier schraubt man auf jeden Fall an die Wand. Ist doch gut, dass da keine Gebrauchsanweisung dabei ist. Was ist das? Müsst ihr selbst erklären. Was vermutet ihr denn, wofür es ist? Nein, ich habe noch gar keine Ahnung. Flaschenöffner? Ich dachte erst, es wäre vielleicht so, um die Dusche sauber zu machen. Das hier kann man drehen auch. Vielleicht so ein Rückenkratzer? Was ist das? Ein Sockenanzieher. Hier, ne? Was ist das? Es ist ein Sockenanzieher. Was? Ein Sockenanzieher. Was? Ey! Hallo. 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 Endlich ein Penner, der meine Sachen aufbaut. Wie soll ich jetzt denn da ein Bein drauflegen? Also hier passt auf jeden Fall ein Bein rein, aber... Wow. Kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Was? Kennt ihr Hände? Ich könnte mir halt vorstellen, dass man vielleicht in dieses Ding irgendwie die Socke reinspannen muss, da das Bein reinlegt und dann irgendwie... Nee, ich habe keinen Plan. Also das ist hier spannst du die Socke rein. Socken anziehen ist auch wirklich nicht so ein krasses Problem eigentlich, oder? Ja, für alte Leute maybe, aber... Also das ist wirklich eigentlich so, nicht. Das ist so die Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat. Irgendwie so. Wir hatten auch schon mal so ein Gerät, das war zum Hintern abputzen da. Ah ja. Dann nehme ich es als Folterwerkzeug. Genau. Ja, das war es auch schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen, dass es euch sehr entspanntes Video. Und danke, hab keine Hände. Oh. Dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Alte Leute haben auch Hände. Ja, Digga, hab ich gesagt, dass alte Leute... Und auch vielen Dank für deinen Besuch heute. Hat uns sehr, sehr gefreut, dass du mit uns diese... Ja, ich glaube, für alte Leute, Schwangere oder Behinderte macht sowas schon halt Sinn, ne? Und was davon wirst du... Die beiden Sachen nehme ich mit. Ah ja, okay, das sind also so deine Favorites. Ja, die Capgun und hier das Adressschwärzer-Ding. Den Rest lasse ich dir. Ja, so von der Idee her fände ich das auch ganz cool. Ja, die Idee, aber... Aber in der Umsetzung leider... Kennst du Vorhautdusche? Nee, kenne ich nicht. Und die Hantelflasche ist noch ganz gut, daraus würde ich nicht trinken. Wie war es denn für dich heute mit dem Tourette-Syndrom? War das für dich irgendwie so ein bisschen außergewöhnlicher? Ist das irgendwie, wusstest du erst nicht, wie du mit umgehen sollst? Oder war es für dich so, keine Ahnung, ganz normal? Der Überraschungseffekt ist schnell weg. Aber ich bin es halt auch gewöhnt, beleidigt zu werden, von daher. Dann ist eigentlich, fand ich es eher spannend, was als nächstes kommt, wenn das gerade ein bisschen nervig ist, aber... Ich nehme das jetzt sehr persönlich. Warum sollte das nicht? Hab's mir anstrengender vorgestellt, sagen wir mal so. Eigentlich gesellschaftstauglicher als gedacht, oder? Also man sieht ja zudem... Also es ist genau einmal komisch kurz und dann ist so, okay, ja, true. Bei dir ist es die ganze Zeit komisch.
Nein, also ich, im Internet sind es ja auch immer nur relativ kurze Ausschnitte, die man so zu sehen bekommt aus einem gesamten Tag. Ja. Und also ja, gesellschaftsfähig finde ich das auf jeden Fall auch. Aber es gibt natürlich auch andere Tage, mal ruhigere, mal lautere. Aber da kann er, glaube ich, auch ein Mädchen von sehen. Okay. Okay, tschüss. Danke, dass du hier warst. Ja, gerne. Geil, sehr, sehr geil.